Moin Leute, ich bin's, Torge. Ich bin unterwegs zu meinem Lieblingsfitnessstudio, dem Lobo für den Neustadt. Ich fahre gerade nach der Arbeit direkt dahin. Das macht's am einfachsten. Und das Training dort macht mir so viel Spaß, dass ich das eigentlich ganz gerne mal zeigen möchte. LogoFit bedeutet für mich Freundlichkeit, familiäres Trainieren, lustige Atmosphäre, toller Service, nette Trainer, tolle Kurse, Geräte und Trainingspläne auf dem neuesten Stand. Ein Hammer-Chef, super Dirk, einfach für jeden was dabei. So, da sind wir. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken, was los ist. Das ist unser Tresenbereich, das ist Nico. Das ist unser kleiner Shop. Hier gibt es alles für den Hausgebrauch quasi. Alles elektronisch mit unseren tollen Chipkarten. Pieps, das heißt, ich darf durch. Damenumkleide dürfen wir nicht rein, Rock nicht mit, tut mir leid. Wir halten uns in der Männerumkleide auf. So, Vorflur. Hier geht es rüber zum Saunabereich, die Waschräume, WCs etc. Und das Herzstück der ganzen Aktion, Männerumkleide. Da vorne sind die Duschen. Das ist alles vor zwei Jahren, ist das mal nicht neu gekommen alles. Inklusive neuer Schränke, meine Karte, Schrank von jemand anderem. Keine Chance, ich komme da nicht ran. Den Schrank hier, der jetzt offen ist, kann ich zumachen. Kann ich mit meiner Karte auch wieder aufmachen. Das heißt, ich komme an meine Sachen. So, raus, ich will mich umziehen. An der Tankstelle. Der Mann da vorne mit der Brille, das ist Dirk, unser aller Chef hier. Wenn man anfängt hier zu trainieren, ist die erste Station für gewöhnlich der Milon-Zirkel. Das ist ein Kraft-Ausdauer-Zirkel. Das Gewicht bei diesem Gerät wird genauso wie die Sitzhöhe und die Endposition dieser Griffe auf der Karte gespeichert und passt sich jedes Mal, sobald das Gerät die Karte erkannt hat, an den jeweiligen Besitzer der Karte an. Sollte nach 3-4 Monaten das Training darin abgeschlossen sein, geht es weiter für die etwas Fortgeschritteneren. Hier vorne in dem E-Gym-Zirkel, reiner Kraft-Zirkel, das bedeutet, die Cardio-Geräte fallen raus. Ich trainiere hier wirklich nur gezielt meine Muskulatur, die allerdings wesentlich intensiver, aber auch hier gilt, bevor ich trainiere, aufwärmen. Hier werden sämtliche Herzstärkerträume erfüllt. Wir haben Fahrräder zum Liegen, wir haben Fahrräder zum Sitzen, es gibt Stepper, es gibt Laufbänder, es gibt im Prinzip alles, was das Joggerherz begehrt. Das hier ist der Trainerspot. Hier sitzt für gewöhnlich ein Trainer, heute sitze ich hier mal ausnahmsweise. Ein Trainer kann von hier aus beide Zirkel und die Fläche überblicken. Er kann Haltungsschäden rechtzeitig erkennen und korrigieren, sodass ein Verletzungsrisiko absolut minimiert wird. Wir beginnen hier die Freifläche. Hier kann man sämtliche Muskelgruppen bis zur völligen Erschöpfung trainieren. Braucht allerdings ein bisschen Erfahrung, deswegen vorher die beiden Zirkel. Das ist der Kursraum. Findet von Bodyweight-Kursen über Power-Kurse bis hin zu Spinning-Kursen findet hier alles statt. Wir haben ein ziemlich breit gefächertes Sortiment. Kurzhanteln geht immer in 2,5 Kilo Schritten hoch bis 47,5 Kilo. Ich wollte jetzt anfangen mit Kreuzheben. Dafür werde ich mir jetzt meine Hantel vorbereiten und dann werde ich mit der Übung anfangen. Jetzt habe ich meine Rückensätze abgeschlossen. Ich werde das noch ein bisschen Brust trainieren, da könnt ihr noch ein bisschen bei zugucken. Und danach würde ich sagen, geht ihr langsam Kaffee trinken, weil auf Dauer wird das ja doch ganz schön langweilig mit dem Zugucken. So, ich stehe hier vor unserem Flex-Zirkel, der neuesten Errungenschaft in unserem Studio. In diesem Zirkel werden die Muskeln nicht trainiert, sondern gedehnt und gelockert, was ein hervorragender Abschluss für jedes Training ist. Ich gehe jetzt duschen und dann hole ich mir einen schönen Shake. Ich hätte gerne einen Shake. Aber klar doch. Einen guten Shake macht natürlich aus, dass die Milch kurz vorm Gefrierpunkt ist. Zudem macht ihr immer mal ein bisschen mehr Pulver rein, damit er richtig schön fest wird. Und die Zeit macht es. Nehmt euch lieber mal 1-2 Minuten mehr Zeit, dann schmeckt er auch. Mmh. Einmal den Shake. Vielen Dank. So, den habe ich mir nach dem Training aber auch verdient. Ihr habt mich auch kaum gestört, muss ich sagen. Nun hoffe ich, dass ich euch bald mal wiedersehe und dass wir dann vielleicht mal zusammen trainieren können.